Morgen. Deutschlands, Berlins modernstes Gefängnis. Ich werde natürlich jetzt nochmal basteln, wo ich das ganz ohne Bedenken auf den Tisch stellen kann. Dann werde ich sie alle observieren, Digga, alle. Next Level, Digga. Next Level. Ich habe das genau angepasst, dass die Breite genau. Ich sehe von der Mitte, die Kamera genau hier raus. Fertig. Ja, Bruder, aber ich hab geschlafen, ja. Das ist eine Dicke da mit der Glatze. Mit der Sonnenbrille. Guck. Ich glaube, er hat einen kleinen Libanesen. Da daneben steht der Kleine. Jetzt hat er versucht zu klären, wer ist das? Guck mal, wie groß er ist, wie klein er ist. Ich glaube, er hat einen kleinen Vietnamesen geschlagen, der steht daneben. Und der schwarze Nickel. Ja, okay, jetzt haben sie das Hand gegeben. Er hat eine richtige Stelle verpasst. Der andere Vietnamese hat sich losgeschissen. Das Ding ist, er regt sich auf über ihn, angeblich macht er die ganze Zeit Krach und so. Aber der Vietnamese ist gar nicht über ihn. Der ist mit uns auf einer Ebene. Und der Typ ist auf der Reihe. Achso, er dachte unter ihm. Also, aber er ist nicht unter ihm. Er ist auf der anderen Seite. Ja, Bruder, aber ich hab geschlafen, ja. Okay, die Sache ist geklärt. Ich habe nicht gefurzt, sondern das ist das Fenster, falls sich jemand wundert. Oh Mann, Alter. Ja, wie gesagt, hat eine Schelle kassiert umsonst. Er war es gar nicht so, wie ich es mitbekommen habe. Zu Unrecht. Die haben es aber geklärt. Ohne Alarm, ohne Meldung, ohne Einschluss. Super. Also, perfekt. Es hätte nach hinten losgehen können, hätten die Beamten gesehen, wie er den Schlag kassiert hat. Beziehungsweise die Schelle, dann wär's vorbei gewesen. Und wär's vorbei gewesen. Jetzt gehen wir nochmal in die Spur weiter, was auch. Komm, geh zumachen. Also gute Nacht sein. Aber sie hat sie, glaube ich, gar nicht gesehen, wo ich ran, glaube ich. Ich habe mich extra da vorne hingestellt, damit sie nicht hinguckt, weißt du, damit sie das hier von mir sieht, falls sie reingeguckt hätte. Aber da ich da stand, hat sie nicht richtig reingeguckt, aber das wiederholen wir nochmal. Ich werde das jetzt natürlich verfeinern, das heißt spontane Aktion. Ich werde natürlich jetzt nochmal basteln, wo ich das ganz ohne Bedenken auf den Tisch stellen kann. Dann werde ich sie alle observieren, Digga, alle. Next Level, Digga. Next Level. Weißt du, was das Ding ist? Ich kann sehr, sehr, sehr kreativ sein, weißt du? Ich hoffe, man hört mich jetzt überhaupt nicht im Sound. Und ich habe noch sehr viel Zeit. Und das ist und sehr viel Zeit, auf dumme Gedanken zu kommen, auf kreative Gedanken zu kommen. So wie das hier gehört. Aber das war der Anfang. Das war so eine Schnapsidee gerade. Warte, wir feiern das Ganze. Warte auf. Für morgen Ziel. Ich baue irgendwas.
irgendeine kleine Attrappe, wo ich das reinmachen kann, wo ich ein kleines Fenster ausschneide für die Kamera. Ja. So machen wir das. Okay, ich habe jetzt das passende Ding gebaut. Also. Ja. Ja, hier haben wir ein Loch. Ja. Sieht man hier. Hier haben wir ein Loch. Jetzt auf den ersten Blick, ne, sieht das erstmal so aus, als ob man das sieht. Ich habe es gerade getestet. Man sieht es überhaupt gar nicht. So. Das Telefon stelle ich einfach hier so rein. Da kommt die Kamera durch. Das kann ich sogar noch so. So. Ja, komm schon, Digga. Ja. Das muss ja nicht zu sein, weißt du? Muss ja nicht. So. Und so stelle ich das einfach hin. Weißt du, was ich meine? So stelle ich das einfach hin. Oh shit, ist noch am Dings dran. Ist noch am Dings dran. So. Ganz einfach. Noch ein Schüssel, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Easy. Easy. Mal gucken, was wir damit noch machen können. Auch auf Gänge und so weiter und so fort. Auf jeden Fall fangen wir an, das neue Equipment zu testen. Ich würde vorschlagen, morgen natürlich. Natürlich. Ist verständlich. Heute ist natürlich schon Feierabend für alles. Ja. Morgen. Deutschlands, nee, Berlins modernstes Gefängnis. Okay, ich habe das Ding jetzt nochmal überarbeitet. Ich habe eine neue Packung geholt. Das Loch ein bisschen akkurater an der richtigeren Stelle, sage ich mal. Okay, dann habe ich hier das auch wieder wie üblich. Aber das war nämlich der größte Fehler. Man braucht da hinten etwas, um das stabil zu halten. Ja, und da habe ich natürlich mein Stativ, ist mir dazu gut gekommen. Hier, von der Breite ist es genau mit der Breite hier, ne, damit es genau passt, habe ich angeglichen, hier habe ich hier abgeschnitten. Dann habe ich hier mit Feuerzeug und Eisen, wie ihr seht, hier mit Feuerzeug und Eisen solche Dinger gemacht, damit das Telefon da reingehen kann, damit es stabil bleibt, weißt du, damit es hält. Weil ohne die Dinger, ich jetzt auch draufstehen können, wäre es zu hoch gewesen, weißt du? So ist besser, hat nochmal Halt links und rechts, wackelt nicht so sehr. Und selbst wenn es ein bisschen wackelt, sieht man immer noch alles, weißt du? So. Dementsprechend mit der Seite, wo es halt auch zum Karton geht, so rein, tack, so, fertig. Weißt du, dann ist das Ding ist fixiert da drin. Weißt du, ich meine? Das Ding ist fixiert. So, jetzt muss ich mit einer Hand hier ein bisschen festhalten, mit der anderen filmen. So, ja, ich habe das genau angepasst, dass die Breite genau, das Telefon guckt in der Mitte, die Kamera guckt genau hier raus, fertig. Und das Gute ist, ja, ich kann es einfach hier hinstellen, dann kann ich es mal so hinstellen, dann kann ich es mal hinnehmen, da, es macht keine Geräusche, weißt du, perfekt. Digga, das Ding wird uns noch sehr, sehr viel bringen. Morgen. Bitte. Danke. Ich schlafe nicht. Danke. Ciao.